Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Tesla-Aktie an. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Sticker an der Nasdaq von der Tesla-Aktie. Das könnt ihr eingeben in Google Search, dann seht ihr auch den aktuellen Kurs von der Tesla-Aktie. Hier sehen wir die Income-Statement, Umsatzseite, Cashflow-Seite, freier Cashflow, Bargeldbestand. Wir sehen, dass der Umsatz in diesen 6 Jahren um 351% gesteigert wurde. Gross Profit, Rohertrag, Bruttoergebnis haben wir hier mit 337% Steigerung. Aber wichtig, was sehen wir? Wir sehen, dass der Umsatz zwar höher ist wie aus dem Jahr 22, aber die Gross-Profit-Ergebnisse sind niedriger wie aus dem Jahr 2022. Auch die Operate-Income-Seite ist zwar mit 2390% Steigerung sehr, sehr gut, aber wir sehen auch hier niedriger wie im Jahr 2022. Das heißt, wir verdienen weniger. Die Marge, bis der Tesla fertig ist, ist gestiegen. Das heißt, die Kosten sind größer geworden wie aus dem Jahr 2022. Vor der Steuer, Zuwachs von fast 1100%. Auch hier sehen wir, dass das Jahr 2022 höher ist wie aus dem Jahr 2023. Das heißt, wir haben diesen Wert nicht überschritten. Auch nettomäßig sehen wir auf alle Fälle, sind wir höher wie aus dem Jahr 2022 mit einer Steigerung von fast 1640%. Wir haben hier nettomäßig den höchsten Wert aktuell. Aber wir sehen Steuergutschrift, sonst wäre dieser Nettobetrag nicht größer wie die Vorsteuerergebnisse. Freier Cashflow, Zuwachs von 2067%. Freier Cashflow ist auch rückläufig. Das sehen wir hier. Im Jahr 2022 hatten wir den höchsten Wert. Bargeldbestand, auf alle Fälle mit 302% Zuwachs. Gut, wir liegen ja am höchsten Wert. Den höchsten Wert hatten wir sogar im Jahr 2020, da hatten wir mehr Bargeld. Aber nun liegen wir auch auf alle Fälle mal mit 300% Zuwachs gegenüber dem Jahr 18 sehr gut. Hier sehen wir auf alle Fälle die Umsatzsteigerung, immer schön nach oben, auch nettomäßig schön nach oben, auch höchster Wert im Jahr 23. Hier sehen wir auf alle Fälle die Earnings per Shares, waren im Jahr 18, 19 negativ. Nun liegen wir mit dem höchsten Wert bei 4,30 US-Dollar pro Aktie. Freier Cashflow. Höchster Wert im Jahr 2022, nun mit 1,25 im zweithöchsten Wert. Auf alle Fälle ist der freie Cashflow niedriger wie der Nettoumsatz. Marge, also wie viel kostet es in Prozent zum Betriebsergebnis oder Bruttomarge? Wir sehen hier, Gross Margin ist zwischen 18, hier war der beste Wert mit fast 26%, nun liegen wir im Jahr 23 unter der Prozentzahl aus dem Jahr 18 und sogar unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Betriebsergebnismäßig, Operate Margin, sehen wir hier negativ, hier positiv, höchster Wert im Jahr 22. Nun liegen wir im Jahr 23 unter den beiden Werten 21 und 22, aber auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das heißt, hier haben wir mehr Kosten. Nettomäßig liegen wir auf den höchsten Wert mit 15,15%, da liegen wir über den 5-Jahres-Durchschnitt. Aber wichtig, vor der Steuer, nach der Steuer ist der Wert höher. Das heißt, wir haben eine Steuergutschrift bekommen. Hier sehen wir auf alle Fälle mal freier Cashflow, Zuwachs 50% gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Hier die Bilanz, die Verschuldung. Die Langen haben sie abgebaut, die Kurzen haben sie erhöht, die Gesamtverschuldung um 78% höher wie im Jahr 18. Das Eigenkapital um 1123% mehr, ist auf alle Fälle mal sehr gut. Und wir sehen auch hier, das Eigenkapital ist größer wie die Gesamtverschuldung. Die aufstehenden Aktien wurden um 37% erhöht und der Buchwert pro Aktie ging um 834% herum. Wir liegen bei 18 US-Dollar pro Aktie Eigenkapital. Hier nochmal. Hier war das Eigenkapital kleiner wie die Gesamtverschuldung und hier war die Gesamtverschuldung kleiner wie das Eigenkapital. Auf alle Fälle mal sehr gute Eigenkapitalquote. Wir sehen hier die Bilanzsumme ging auch schön nach oben, auch höchster Wert aktuell 23 und auch eigenkapitalmäßig liegen wir am höchsten Wert. Gut auf alle Fälle. Hier Eigenkapitalquote im Jahr 18, 19 unter 20%, hier über 30, auch höchster Wert aktuell. Und diese Werte sind auf alle Fälle auch sehr gut. 21, 22 für die Kreditwürdigkeit, wir liegen hier unter 3. Hier war es noch nicht sehr gut. In den letzten 3 Jahren sehen wir auf alle Fälle, dass hier sehr gute Werte entstanden sind für die Kreditwürdigkeit.
Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Gerne könnt ihr das Video teilen an anderen Zusehern, damit andere Zuseher auch die Informationen über die Tesla-Aktie bekommen. Und lasst uns mal gemeinsam darüber diskutieren, was ihr zur Tesla-Aktie aktuell sagt. Fair bewertet oder zu teuer? Hier sehen wir auf alle Fälle mal die Finanzdaten aus der Bilanz 22-23. Da sehen wir auf alle Fälle, dass diese Eckdaten schlechter sind wie aus dem Jahr 22. Preissales verliert auf alle Fälle aktuell zum aktuellen Kurs, da der Umsatz höher ist, besser. Auch Eigenkapital ist höher, damit ist der Faktor hier geringer als im Jahr 22. Aber der Faktor ist auf alle Fälle sehr hoch, weil wir hier über 3 liegen. Wir sehen hier, großer Vorteil, Eigenkapital ist größer wie die Gesamtverschuldung und lange Verbindlichkeiten über einem Jahr. Wir sehen hier die Marktkapitalisierung und das Enterprise Value. Die Differenz ist die Nettoverschuldung. Da liegen wir ungefähr bei 32 Milliarden US-Dollar, was auf alle Fälle sehr gering ist. Hier der aktuelle Kurs, KGV auf alle Fälle sehr, sehr hoch, aktuell mit die 4,30. Im 5-Jahres-Durchschnitt haben wir auch einen sehr hohen Wert. Da müssten auf alle Fälle mal die nächsten 2 Jahre besser sein, damit dieser Faktor wieder runtergeht. Das heißt, mal schauen, wie die Zukunft wird. Hier sind wir im Monatschart der Tesla-Aktien. Wir sehen auf alle Fälle, im MACD sind wir hier aktuell unter der Nulllinie, auch immer negativ. Hier war der Abwärtstrend runter, hoch, runter, kein neues Hoch, runter, kein neues Hoch, kein höheres Tief, also kein tieferes Tief. Dann wieder hoch, das war auf alle Fälle mal ein Aufwärtstrend. Dann ging es runter, kein neues Tief, kein neues Hoch, jetzt ein Alarmzeichen. Und jetzt sind wir runter, neues Tief. Nun müsste die 150 US-Dollar halten. Gehen wir hier drunter, sehen wir die 108 US-Dollar wieder. Das heißt, aktuell müssen die 171 Dollar halten. Hält die zwar nicht, gehen wir auf die 150 runter und im schlimmsten Fall auf die 109 US-Dollar. Wann wird es positiv im Monatschart? Wenn wir über diesen Höchstkurs hinausgehen, wäre es positiv, also über 300 US-Dollar. Hier die Fernwerte aus der Bilanz 22 und 5 Jahresdurchschnitt sehen wir auf alle Fälle 33 Dollar, 17 Dollar, 31 Dollar, 8 Dollar, 7 Dollar, 18 Dollar. Da ist der Kurs auf alle Fälle weit entfernt. Mal schauen, wie es aktuell aussieht. Hier 23, höhere Earnings per Share, höherer Buchwert, fairer Wert 42 US-Dollar, vom Nettozuwachs 37 US-Dollar, vom freien Cash für 11. Das heißt, wir sind auf alle Fälle von dem fairen Wert weit entfernt, auch vom Nettozuwachs. Aktueller Buchwert fast Faktor 10. Hier eine Simulation, rein Zahlenspiel. Falls das Eigenkapital um 60% per anno gesteigert wird, der Umsatz 15%, auch der freie Cashflow, dann haben wir im Jahr 28 aus diesen beiden Werten einen Fernwert von 187. Dort liegen wir auf alle Fälle aktuell drunter. Vom Nettozuwachs wären es 126, vom freien Cashflow 38 US-Dollar. Aktuell 24er Bilanz, wenn die Earnings per Share mehr werden, also fast 5 US-Dollar, wäre der faire Wert 57, vom Nettozuwachs wären es 74 US-Dollar. Da liegen wir knapp 100 Dollar drüber. Analysten haben ein Kursziel von 211 US-Dollar und mal schauen, ob das eintrifft, denn es wäre ein Potenzial von 18%. Aber befinden uns ja auf Monatsbasis im Abwärtstrend. Mal schauen, was der Wochenchart uns mitteilt. Hier die Goodwill-Position. Und wir sehen, dass hier eine sehr kleine Goodwill-Position ist, was auf alle Fälle sehr gut ist. Das reduziert das Eigenkapital fast gar nicht. Aber wir haben hier genau Buchwert, Faktor zum Kurs, Faktor 10. Fairer Wert wäre hier aus den aktuellen Earnings per Shares 42 US-Dollar. Das heißt, wir liegen weit, weit drüber. Mal schauen, ob wir diese Kurse jeweils sehen oder die 109 US-Dollar. Hier sind wir im Wochenchart. Und im Wochenchart sehen wir auch runter, hoch, runter, hoch, kein neues Hoch, runter, neues Tief, kein neues Hoch, altes Hoch getestet und wieder runter, neues Tief, kein neues Hoch und wieder runter. Nun haben wir schon aus dem Monatschart detaillierter gesehen, die 172 muss halten. Erst über 214 würde es wieder positiv werden, denn befinden wir uns über den gleitenden Durchschnitt. Und auf Monatschart, habe ich schon gesagt, sollten wir eigentlich über diesen Höchstkurs hinausgehen, wäre optimal, damit wir dann wieder mehr Schub nach oben haben. Fällt der Kurs unter 172, können wir die 150 wieder antesten, was auf alle Fälle kein gutes Szenario ist. Und an MACD
sind wir unter der Null und auch eher abwärts gerichtet. Das heißt, die Kraft nach oben ist weg. Mal schauen, was nächste Woche passiert. Ob wir zwischen der 193 und 172 hin und her laufen. Conclusion. Fazit. Wir sehen auf alle Fälle, dass der Umsatz sich um 351% gesteigert hat, aber umsatztechnisch auch den höchsten Wert im Jahr 23 aktuell, nettomäßig auch den höchsten Wert, aber wichtig, Operate Income, Betriebsergebnis, ist weniger. KGV zum aktuellen Kurs sehr, sehr hoch, ist ja ein Autobauer, Technologiefirma, kann man fast sagen vom Goodwill her, aber wenn das um die Hälfte reduziert wäre, bei 20 wäre es immer noch teurer, denn andere Autokonzerne haben ein KGV von zwischen 5 und 10. 15,5% Profit Margin, Operate Margin ist sehr niedrig. Wenn wir hier keine Steuergutschrift mehr gehabt hätten, wäre es hier noch weniger. Diese Werte sind auf alle Fälle schlechter als aus dem Jahr 22. Die sind wieder besser, aufgrund dessen, dass der Umsatz höher ist, auch nettomäßig. Und der Chart auf alle Fälle ist laut MACD im Abwärtstrend. Und wir befinden uns auf alle Fälle hier noch im Abwärtstrend. Das heißt, aktuell würde ich mal abwarten. Auf Monatsbasis würde es erst wieder positiv werden, wenn wir über die 255 oder über die 300 hinausgehen, damit wir hochlaufen können auf die 382. Aktuell. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.